Guten Morgen, herzlich willkommen an der Bushaltestelle Halle 77, so ist es korrekt. Da ist er, unser Bus. Wir haben ihn schon, Daniel, wie heißt das? Entfoliert? Beschriftet. Wir haben einfach die Aufkleber abgemacht. Genau. Ich muss bemerken, dieser Zustand für einen 28 Jahre alten Bus und 900.000 Kilometer ist überragend gut. Und was ich gesehen habe, das Video ist bumm angekommen bei euch, ne? Also ihr hattet Spaß an dem Video, hätte ich gar nicht so erwartet, dass ihr meine Idee, die ich hier mit unserer Halle 77 so feier, dass die Philosophie ist, dass wir damit fahren, dass das so gut ankommt. Das freut mich. Die schlimmste Menge, die wir jetzt hier aktuell haben, ist wirklich das hier. Hier sieht man, ist, ich glaube, das ist eine Alu-Korrosion. Und dann ist das einfach so ein bisschen die Farbe abgegangen. Sowas hier, so Kleinigkeiten, die jucken uns nicht. Also ich behaupte immer noch, dieses Busunternehmen, die den Bus gefahren sind, der muss seinen Bus geliebt haben. Der Zustand von oben, ich zeige euch jetzt mal eine Aufnahme von oben, der Wagen stand niemals täglich draußen. Das kann nach 29 oder 28 Jahren nicht so gut aussehen. Wir haben natürlich schon ein Design ausgeklügelt, ne? Da hat der Daniel mit Mike zusammen was gemacht. Ich hätte so meine Ideen, meine Farben, was ich gerne möchte, und die haben das direkt perfekt umgesetzt auf dem Papier. Sollen wir es vorher schon zeigen? Nein, ne? Ich glaube nicht. Ihr könnt aber mal auf die andere Seite gehen, weil der Daniel hat ein Teil schon angefangen und der schabt schon mit den Hufen, weil Daniel möchte weitermachen. Ja. So, dann haben wir ja noch mehrere Sachen im ersten Video gehört, dass der Bus nach links zieht. Was wir schon bemerkt haben, die Jungs haben schon drunter gelegen und haben gesehen, hier drunter verbirgt sich eine ganz normale Scheibenbremse, dass hier die Klötze ganz stark abgenutzt sind und auf der anderen Seite nicht so. Dass hier vielleicht die Bremse gehangen hat und die nicht sauber arbeitet, dass der deswegen nach links wegzieht. Dafür haben wir schon mal neue Bremsklötze. Ich habe die Bremsklötze von so einem Truck noch nie gesehen. Die sehen jetzt aber nicht groß anders aus wie von so einem PKW. Verschleißanzeigen sehe ich sind dabei. Dann habe ich irgendwelche Rückfahrkameras gekauft und ich bin mal gespannt, ob das gut funktioniert. Weil das Navi, was da vorne noch drin ist, werden wir rausreißen. Das funktioniert eh nicht mehr. Weg damit, bitte. Warum? Weil es nur stört. Das ist richtig penetrant. Aber wir werden irgendwo da so eine Rückfahrkamera hinmachen. Müssen wir mal gucken, wo wir die hinsetzen, dass wir die permanent auch so schalten, dass man mal während der Fahrt nach hinten gucken kann. Würde ich machen. Nicht über den Rückwärtsgang schalten. Haben wir uns vorbereitet. Und was wir schon gemacht haben, deswegen habe ich euch extra mitgenommen, wir haben die Verkapselung von dem Motor abgemacht. Also hier sitzt hier normalerweise die Verkapselung und jetzt guckt ihr auf den wunderschönen 4 Liter Dieselmotor. Vierzylinder. Und du kannst dir nicht vorstellen, Sven, wie laut das ist. Das ist schon sehr laut jetzt. Das ist schon eine ordentliche Geräuschkulisse, auf jeden Fall. Wenn ihr Gas gibt. Ja, ist schon schwierig. Das ist schon wirklich laut. Den Bus habe ich ja mal wieder blind gekauft. Und der Blindkauf, Patrick, ist eigentlich okay gewesen, oder? Ja, absolut. In diesem Video wird es schon mal vorweg darum gehen, Außenfolierung und die Technik werden wir uns mit drum kümmern. Den Innenraum haben wir ja auch mittlerweile viel gemutmaßt, was können wir machen, wie viele Leute dürfen wir mitnehmen. Und wir sind zum Entschluss gekommen, dass ich mit dem TÜV natürlich telefoniert habe, das war mir das Wichtigste. Wir werden hier 8 Sitzplätze eintragen plus Fahrer. Das dürfen wir dann fahren mit dem alten Klasse 3 Führerschein. Bis 7,5 Tonnen darf ich fahren, der Patrick darf es eh fahren, weil der hat auch einen LKW-Vorstellung, der könnte auch einen 40 Tonner fahren. Und der Jan zum Beispiel hat auch den C-Führerschein, also den LKW-Führerschein. Und Nadine hat auch den alte Klasse 3. Wir 4 dürfen dieses Auto fahren. Der Daniel zum Beispiel, du hast den neueren Führerschein, ne? Mhm. Du darfst bis 3,5 Tonnen fahren, genauso wie der Sven, der darf auch noch bis 3,5 Tonnen fahren. Richtig. Ihr könnt euch nur auf den hinteren Plätzen vergnügen. Bis jetzt, wie gesagt, das wird aber erst im nächsten Video kommen, ist unser Plan, dass wir vorne Sitzplätze lassen. Der TÜV uns gesagt hat, Sitzplätze gelten als mit Anschnallgurt. Sobald wir hier Gurte haben, ist das ein eingetragener Sitzplatz. Das heißt, wir werden 8 Sitze hier hinten stehen lassen mit Anschnallgurt. Und den Rest werden wir uns hinten, so ist bis jetzt der Plan, eine Lounge bauen, die ich mir so hinten rum vorstelle, einen großen Tisch, dass wir uns alle gemeinsam dann an den Tisch setzen können, dass wir 8 hinten sitzen. Diese Sitzecke wird natürlich ohne
Gurte sein, somit sind es keine fahraktiven Sitzplätze. Ein Wohnmobil zum Beispiel hat auch 8 Sitzplätze, aber nur 5 eingetragene Sitzplätze. Letztendlich liegt es daran, wenn du den als 8 Sitzer oder 9 Sitzer umtragen lässt und ich trotzdem mit 14 Mann fahre, mache ich mich strafbar. Das bin ich mir bewusst. Aber wir werden nicht mehr als 9 Leute mitnehmen können, weil ansonsten brauchst du den kleinen Busführerschein D1. Und der große Busführerschein ist der Busführerschein D. Das hat nichts mit einer Personenbeförderungsschein zu tun. Das ist wieder ein anderes Papier. Wenn der Fahrer dem Fahrer, also wenn der Mitfahrer dem Fahrer Geld geben muss, also wenn hier Kosten entstehen, also quasi geldliche Entwertung, dann brauchst du eine Personenbeförderungsschein. Aber den brauchst du schon als Taxifahrer, wenn du nur 3 Leute mitnimmst. Mhm. Du kannst dann also nicht, wenn du einen Personenbeförderungsschein machst, 13 Leute mitnehmen. Das hab ich gedacht. So ist es aber nicht. Das, was ich bis jetzt, Stand heute, die Erkenntnisse habe, sind maximal 9 Personen. Ansonsten Busführerschein fahren. Busführerschein mache ich nicht, will keiner. Dass wir alle mal gemeinsam fahren, ist ja auch eher sehr, sehr selten. Ne? Ja. Irgendeiner möchte ja nicht mal mit, irgendeiner möchte nicht mitfahren. Das haben wir ja ganz, ganz selten. Also es wird sich auf jeden Fall immer einer finden, der fährt. Ja, und also einer, der auch nicht mitfährt. Ja. Wir sind ja aktuell 10 Leute hier im Team. Tendenz nach oben, sprich Giuliano Donato. Aber da müsste halt einer mit dem Auto hinterherfahren. Das ist dann halt so. Mehr Leute können wir aktuell nicht mitnehmen. Ich bin halt fasziniert, wenn du hier reinguckst. Ich habe gestern einen Kumpel, der auch ein Wohnmobil hat, und der sagte, sag mal, wie alt ist der Bus? Da sage ich, 28 Jahre, 900.000 Kilometer. Der Zustand, wenn du einfach hier so durch den Gang guckst, also ist faszinierend. Klimaanlage läuft. Wie gesagt, das Dach habt ihr oben drauf auch gesehen. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, weil ich sehe schon, der Daniel wartet jetzt genau seit einer Woche drauf, dass wir den folieren können. Ne? Richtig. Wir hatten nochmal Probleme mit unserem Schleppwagen. Der hat uns einen Platz weggenommen. Deswegen konnten wir vorher nicht anfangen. Aber ab jetzt verspreche ich euch, nehme ich immer eine Kamera. Wir nehmen euch immer mit, was wir machen. Wie versprochen, nehmen wir euch natürlich direkt vom ersten Handgriff mit. Die neuen Bremsklötze werden jetzt direkt eingebaut. Und wir haben ja das Problem gehabt, dass wir der Wagen nach links zieht, also der Bus. Als allererstes fällt mir auf, die Bremsklötze hier, guckt euch mal, machen wir mal so, die lösen sich schon fast auf hier. Und hier ist auch echt nicht viel Belagstärke, auf der anderen Seite deutlich schlimmer. Oh, hier ist ja noch weniger Belag. Oh, die Beläge sehen echt scheiße aus, ne? Ja. Jan, ich gebe dir mal die Lampe. Ich komme mal zu dir runter. Ah, da sitzt unser Öldruckschalter, okay. Und der war, das Kabel war nicht richtig drauf. Ah, da dreht sich der Anschluss, okay. Ich weiß, was ich glaube, dass das ein falscher Manometer ist. Sag ich dir jetzt schon. Ich würde den mal rausdrehen, was da für Baranzeigen draufstehen. Wenn der nämlich nur bis 4 Bar ist oder bis, was weiß ich, bis 10 Bar, zeigt er natürlich ganz falsche Werte an. Hier sehe ich eine Klimaanlage, ein Horn. Eieiei. Da ist auch noch ein Klimakompressor. Hier sind 2 Klimakompressoren, ne? Einmal für Fahrgast wahrscheinlich, für Fond und einmal für Fahrerhaus, ne? Eieiei. Wie wichtige Sachen. Hier sehe ich Gummis von der Achse. Hier ist der Längsträger. Das sieht alles eigentlich erstmal so beim Bus ganz gut aus. Jetzt werden viele sagen, Mensch, jetzt liegt der hier auf dem Boden. Ja, was sollen wir machen? Eine Bushebebühne haben wir noch nicht. Ich glaube aber auch, einen Bus repariert man auf einer Grube, soweit ich das weiß. Ne? Ja, mittlerweile gibt es auch Hebebühnen für sowas. Aber die meisten Betriebe, denke ich, gerade im LKW-Bereich nutzen immer noch eine Grube. Wenn ich jetzt hier so gucke, da hinten sieht so aus, ob da eine Schraube fehlt. Da sehe ich einen Gewindeanschluss. Da ganz hinten an dem Motorblock, hinten zum Getriebe. Ja, ja, genau. Das ist Getriebeglocke. Weil eine Schraube lag, habe ich gesehen, in der Abdeckung hier. Was auch krass ist, also viel Öl verlieren tut er nicht, ne? Ja, hier ist ein bisschen ölfeucht, aber das war's. Hier sehen wir Radkasten. Eieiei, das ist schon alles riesig hier. Bremse. Oh, hier kann man noch abschmieren, sehe ich gerade, ne? Ja, müssen, nicht können. Ja, will ich auch mal machen. Ich glaube, das sieht aus, ob das schon ein bisschen was her ist hier. Aber ich habe keine Ahnung, wo man sonst beim Bus drauf achtet, warum der nach rechts oder links ziehen könnte. Da sehe ich einen Stabi. Das sieht aber alles gut aus hier. Da sind Stabi-Gummis, das? Ne, das ist Federaufnahme. Oh, die sieht auch gut aus. Mhm. Ich denke, dass es an der Bremse liegt, weil Stoßdämpfer sehen wir hier, die sind noch nicht so alt. Ein Sackstoßdämpfer. Die haben auf jeden Fall noch nicht so viel getan, die Kollegen hier. Erstmal die Bremse raus. Oh. Patrick, hast du mal wahrscheinlich 19er oder 21er Schlüssel für mich? Dass du den Öldruckschalter mal rausbaust, ne? Ja, ich will mal gucken, ob ich da hinkomme oder ob wir erst dafür den Ölfilter abbauen müssen. Naja, wir bauen das ganze Zeug mal aus. Jetzt habt ihr ja gesehen, wo das Ganze sitzt. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht den richtigen Sensor da drin haben. So, Bremse habt ihr raus. Innerer Klotz? Ja. Äußerer Klotz. Innerer Kolben mehr abgefahren. Okay, kennt man. Ja.
Oh, der Bremslippe legen sie, lösen sich hier gerade echt auf. Ne? Ich habe da einen Bremsplatz in der Hand. Zwei Kolben Bremssystem mit Schwimmsattel, richtig? Der hat eine Sperre, ja, genau. Ja. Der lässt sich nur die Richtung drücken. Aber das ist sehr gangbar, es fühlt sich gut an. Ne? Also auch die Kolben beim Zurückdrücken, alles super. Sehr gut, Bremsscheibe. Oh, zu guten Autohändlerzeiten hätte ich gesagt, die ist noch astrein. Aber die hat noch 40% Guthaben. Also ein Satz neue Klötze gehen da auch. Man könnte auch mal im nächsten Bremsklotzwechsel eine neue Scheibe verbauen. Aber da kommt der Autohändler noch in mir durch. Ja, wenigstens mal gibt es noch ein paar frische Bremsklötze. Wie gesagt, wir wollen ja auch alle sicher transportieren. Ich glaube, die setzt man trotzdem in Fett ein, die Dinger, ne? Beim LKW, kennst du Opa Ossi? Opa Ossi? Ja, in Opa Ossi? Bei einem Voll-LKW werden sie trocken eingesetzt. Genau. Allerdings sind die Kanäle beschichtet. Mhm. Ich glaube, hier nicht. Hier muss nicht Fett, ja. Für mich ist das eine Sprinterbremse, wenn ich ganz ehrlich bin. Ein TTRS hat größere Klötze, würde ich behaupten. Also dafür, dass das Ding 5,5 Tonnen Eigengewicht hat und 7,5 Tonnen Nutzen, also Nutzlast hat, ist die Bremse jetzt nicht so das riesige Ding. Daniel, was läuft bei dir? Diesmal zeigen wir ja auch ein bisschen Folientechnik, ne? Nur ein bisschen. Dürfen wir nicht zu viel zeigen? Nein. Obwohl so. Aber ich kann euch sagen, wir werden hier mit unseren Farben von der Halle 77 arbeiten. Also ihr seht, wir haben uns hier übrigens für ein Matt-Orange entschieden, nicht für ein glänzend Orange, das ist also matt. Dann werden wir mit der Farbe Blau arbeiten und mit der Farbe Beige arbeiten, richtig? Ja. Und wir wollen den Heckspoiler mit einbeziehen. Also der da oben, den kleinen Heckspoiler, den ihr seht, wollen wir mit einbeziehen. Und wir werden da so eine Linie hochmachen. Das wird alles funktionieren. Unten werden wir auch folieren. Auf dem Heck haben ja die Busunternehmen immer ihre Adresse vollständig stehen. Bustours, von wo das herkommt oder Flixbus und was es da alles gibt. Und wir sind ja kein Busunternehmen. Und wenn wir da hinten jetzt einfach nur Halle 77 draufschreiben, finde ich irgendwie doof. Aber ich möchte halt schon wissen, dass wir aus Dortmund sind. Und dafür haben wir auch eine geile Idee. Aber das werdet ihr später auch mehr zu sehen. Erstmal, wie gesagt, sind wir jetzt bei der Technik. Die Jungs bauen jetzt die Förder- und Bremsklötze ein. Auf der rechten Seite sieht schon mal alles in Ordnung aus. Aber Fakt ist, die Bremsklötze mussten wir eh machen. Da hilft alles nichts. Ne? Zum Thema Öldruck haben wir gerade ja auch geguckt. Wir haben das Kabel angeschlossen. Immer noch 2 Bar. Selbst wenn du Gas gibst, bei kaltem Motor 2 Bar. Er geht auch nicht höher. Ja. Wenn du das Kabel abziehst, springt sofort die Anzeige auf Anschlag. Wir gehen davon aus, dass ein falscher Öldrucksensor drin ist. So wie jetzt der Öldruck aussieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich so ist. Aber wie gesagt, wir werden jetzt bei, ich glaube, Löchterfeld heißt die Firma hier in Dortmund, ne? Jawohl. Ganz liebe Menschen, die mit LKWs zu tun haben, ich glaube, die lachen über den kleinen Truck hier oder über den kleinen Bus. Da werden wir mal gucken, dass wir jetzt immer unsere Ersatzteile kriegen, wie zum Beispiel auch einen Ölfilter, weil Ölwechsel werden wir auch gleich machen. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, so ein Bus-Drehzahl geht bis maximal 2750 Umdrehungen, würde ich sagen. Und dann ist die Schicht im Schacht. Ich glaube, der dreht auch 2,7. Normalerweise müssen wir da mal an der Pumpe oder an der Abregeldrehzahl gehen. Dass der mal so 4,5 dreht. Nein. Dann fährt das Ding auch mal 150. Er darf ja auch nur 100. Ey, und ich vermisse hier noch eine Anzeige, fällt mir gerade ein. Ja, du leider. Genau, wir haben überhaupt keinen Ladedruck. Ja, Ladunganzeige muss her. Hat ja auch keinen Ladedruck. Oh doch, ich glaube, die fahren schon mit. Mit einem Bar wird er schon da reinpumpen, oder meint ihr nicht? Denke ich schon, aber. Weil, was ich schon... War das noch beim Diesel? Kraft durch Kraftstoff? Ja, aber Druck müssen wir auch messen. Weil hier habe ich gesehen, das ist Druckleitung hier. Und hier sehe ich einen Sensor. Da geht sogar... eine Leitung von weg, das ist ja in der Druckseite. Da könnte man auf jeden Fall mal eine Ladedruckanzeige anschließen. Da sehe ich auch Ansaugung hier. Oh, hier ist, oh, seht ihr den Schlauch? Der ist auch ganz leicht porös. Ah ja, aber im Prinzip funktioniert jeder Motor gleich. Erstmal müssen wir gucken, dass der bremst, dass der sauber bremst. Weil leistungsmäßig, das, was ich bis jetzt gemerkt habe, war astrein. Aber was würdest du denn sagen von der Fahrleistung? Denkst du, das reicht aus? Ja. Ja, ne? Ja. Finde ich auch. Du willst ja kein Rennen damit gewinnen. Du willst sicher und du willst sicher. Nochmal. Und du willst kein Rennen damit gewinnen. Stell dir mal vor, wir haben einen anderen Busunternehmer neben uns stehen. Und der fordert uns heraus. lass mich doch nicht zweimal lumpen, dann musst du mal runterschalten. Du sprichst mit demjenigen, der mit Anhänger und Ladung eine Viertelmeile bestreitet. Also? Mir ist es egal, ich würde es nicht machen. Dafür habe ich ihn zu lieb gewonnen. Magst du diesen Bus? Ja.
Ich mag den jetzt auch schon. Aber ich weiß, ich freue mich auf das Ende des Videos, wenn der Daniel hier seine Arbeit getan hat. Aber der krasseste Umbau wird der Innenumbau. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht unsere nächste Weihnachtsfeier nicht irgendwo im Restaurant machen oder wo auch immer, sondern wir alle im Bus sitzen. So wird es wahrscheinlich enden. Ihr macht jetzt die Bremse schick und dann gucken wir mal, ob die andere Seite genauso gut ist wie diese Seite. So, der Patrick hat mittlerweile den Öl. Das sieht aus wie ein ganz normales VDO-Ding, was wir auch haben, was wir dann dauernd haben. Steht VDO Brasil drauf. So, hier steht schon mal drauf 0 bis 10. Und ich glaube, da ist schon der Haken. Weil wir haben eine 5-Bar-Anzeige und keine 10-Bar-Anzeige. Das ist eine gute Idee. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der... Ich kann es mal anders nicht erklären. Ja. Ihr habt ja gesehen, dass die Ölo-Anzeige nicht höher geht wie 2 Bar. Vielleicht, keine Ahnung, sind ja irgendwelche Widerstände und weiß der Teufel sind. Wir gehen jetzt mal ins aufgeräumte Ludolf-Lager. Das ist nämlich das Lager 2. Dann wollen wir mal gucken, was wir da haben. Aber wir haben auch das Teil schon bestellt, ne? Ja. Das sind immer die besten Ausflüge ins Lager. Aufgeräumt. Ich habe gesagt, das ist aufgeräumt. Ja. Ich gehe andersrum, da kommt man besser durch. Ich habe gestern noch eine Tüte in der Hand gehabt. Da ist die Tüte. Ja. Wir haben irgendwo in der Kiste, da sind ja noch viel, viel mehr drin. 5 Bar wäre das. Da waren 2 Anschlüsse. Guck mal, ob da noch mehr drin ist. Na, von der Größe. Warte. Die haben irgendwo noch mehr Öldruck. Sache. Da sind große Anzeigen drin. Warte mal. Hier sind aber keine Sensoren, glaube ich. Oh, hier werden wir vielleicht eine Ladedruckanzeige finden. Weil zum Beispiel da seht ihr bis 10 Bar. Dafür wäre dann ein anderer Sensor. Hier sind keine Sensoren drin, sehe ich jetzt so. Dann siehst du in der Nachbarkiste. Oder in der Kiste. Hier ist eine schöne Ladedruckanzeige. Boost. Aber 2 Bar ist ein bisschen viel. Darf ich zwar wie zerreißen, da ist zwar was? Oder? Ja klar, aber guck mal, da sind wir mal, mal gucken, was das Anzeigeinstrument anzeigt. Aber hier haben wir einen Sensor. Mal gucken, was da drauf steht. Da steht gar nichts drauf. Ja, das Ding sieht aber auch schon, das sieht nach China aus. Das ist China. Dann haben wir noch eine Kiste daneben. Das sind größere Anzeigen. Da habe ich Anzeige, vielleicht, glaubst du, dass da vielleicht ein Geber drin ist? Nee, das ist eine Anzeige. Das wäre eine 10-Bar-Anzeige. Mhm. Siehst du, da haben wir dasselbe Öldruck. Ja. Und dafür wäre wahrscheinlich das richtige Manometer, wenn wir jetzt ein 10-Bar-Öldruckmesser haben. Hast du den jetzt da drin gefunden? Nee, ne? Nö. Ich habe auch vom 20V irgendwas hier. Hat der auch eine 5-Bar-Anzeige? Der hat eine 5-Bar-Anzeige, korrekt. Patrick, wir machen es so. Wir machen jetzt heute Feierabend. Wir warten wirklich mal einfach, bis das Neuteil kommt und mal schauen, ob da andere Zahlen drauf sind. Aber ich bin mir zu 90% sicher, dass wir den Fehler schon gefunden haben, weil hier steht nirgends 5 drauf. Denkst du, dass Mercedes von VDO was verbaut oder dass die eigene Mercedes-Nummer gehabt haben? Ich bin mir relativ sicher. Also wird das schon mal getauscht worden sein. Ja, zumal der Stecker, der wir gerade in der Jan in der Hand hatte, der sah auch nicht original aus. Und das... Ja. Hier steht irgendwas mit Bar. Da steht 0 Bar. 0 bis 5 Bar steht da, glaube ich. Da steht bis 0 bis 5? 0 bis 5. Ja, jetzt sehe ich sie auch. 0 bis 5 Bar, du hast recht. Also müsste der eigentlich sogar richtig sein. Aber vielleicht ist auch einfach der Widerstand da drin kaputt, ne? Vielleicht ist der überhaupt kaputt. Vielleicht geht die Feder da drin nicht mehr. Keine Ahnung. Irgendwie. Wir müssen abwarten. Also, bis gleich. Herzlich willkommen unter dem Mercedes Bus. Ich habe mich beschäftigt, oder der Jan und ich haben sich beschäftigt und haben den Öldruckschalter gesucht, weil der hat ja, den wollten wir ja tauschen. Das Lustige an dem Ding ist, durch diese Kante, die da ist, kommst du nicht hin, von der Seite den abzuschrauben, und das Ölfiltergehäuse, das drauf ist, blockiert natürlich die andere Seite. Da hast du zu wenig Platz, um den Schlüssel anzusetzen. Deswegen habe ich mir unseren alten Werkzeugbestand einen 17er Schlüssel geschnappt und habe den kurzerhand zu einem 19er aufgeschliffen und habe den gekürzt. Mit dem ist dann, wie das Ölfiltergehäuse runter war, ist der dann auch runtergegangen. So, das war der alte Öldruckschalter. Mittlerweile ist der neue auch schon gekommen. Das Lustige ist, wenn man den PB auspackt, VDO. Also ich schalte schon gleich aus. Es ist auch die gleiche Beschriftung drauf. 0 bis 5 Bar. Der kommt auf jeden Fall jetzt rein. Frische Ölfilter etc. Und dann nehme ich euch mit, ob
der Tausch was gebracht hat. Achso, ja, noch was. Das Kabel, wie wir auch festgestellt haben, war schon relativ abgebissen. Also da ist alles nicht mehr so rosig. Das werde ich neu abklemmen, neu abisolieren und einen Kabelschuh draufpressen und schauen, ob das Kabel auch gut verlegt ist. Da sitzt jetzt der neue Öldruckschalter. Man sieht, man kommt wirklich nirgendwo rein mit dem Schlüssel. Neuer Ölfilter ist jetzt drin, nur mit neuen Dichtungen natürlich. Das Kabel ist ein neuer Kabelschuh drauf gepresst und das Kabel selber ist noch okay. Es ist nicht oxidiert oder so, deswegen kann man das definitiv weiterverwenden. Was immer interessant ist bei solchen Geschichten, wenn Öldruck fehlt oder so, ist, wenn man den Ölfilter nimmt und so auffächert. Wenn man da schon Spuren drin findet von Metall, dann ist es eigentlich schon offensichtlich, dass der Motor eigentlich im Arsch ist. Da zum Beispiel, da sieht man ganz, ganz leichte Spine. Das erschreckt mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so. So, das möchte ich euch noch unbedingt zeigen, und zwar Luftfilterwechsel bei dem Ding. Erfreulich einfach. Man macht einfach da vier Klammern auf, hinten vier Klammern auf. Man hat den alten Luftfilter draußen. Der hat es auch dringend notwendig, dass der mal rauskommt. Neues ist auch schon da angestellt, ist auch die richtige Größe. Kommt dann auch wieder rein und dann kann das Baby auch wieder saubere Luft ansaugen. Vorher mache ich aber auf jeden Fall nochmal den Luftfilterkasten innen sauber. So, bei dem ganzen Filterwechseln gehört natürlich auch der Kraftstofffilter gewechselt. Und bei dem Ding Kraftstofffilter suchen, vorne unten geschaut war nichts, hinten geschaut war nichts. Dann zurückerinnert an die Zeit, wo ich Notschumaggregate gesehen habe und da waren auch Mercedes-Maschinen dabei, relativ alte, und dann erinnert, dass die oben beim Zylinderkopf eigentlich immer an der Seite oder beim Block an der Seite waren. Und siehe da, da haben wir einen netten, schönen, wirklich kleinen Dieselfilter, muss ich ehrlich sagen. Also da haben die 1,9er Pumpe Düse VW-Motoren kleinere Filter, aber der Filter ist anders aufgebaut. Das habe ich schon gesehen, der hat ein Vlies und alles drin, also ja, von dem her werde ich den Filter jetzt wechseln. Da nehme ich euch mit. Ölwechsel hast du gemacht. Bremsen haben wir ja erneuert. Das habt ihr ja vorhin schon gesehen. Ja. Luftfilter. Öl ist schon drin? Öl ist drin. Luftfilter ist drin. Dieselfilter ist neu. Alles noch. Ich bin echt gespannt. Was denkst du denn, nachdem wir da den Filter da zerlegt haben? Da sind schon, das sieht aus wie... Vielleicht, da sieht man es direkt. Ich weiß nicht, ob man es drauf kriegt. Ja doch, da sieht man ganz gut. Wir haben keine Ahnung, was das sein könnte. Das sind so kleine Plättchen. Es könnte Lagerschale sein. Ja, die ersten Handzeichen, ne? Bevor es zum Kupfer durchgeht, ne? Was mir aber auch auffällt, Patrick, das riecht unfassbar stark nach Diesel, das Öl. Das ist sehr dünn. Ich kann starten, ne? Aber der wird nicht direkt laufen, weil der Kraftstofffilter auch ersetzt wurde. Oh, weil das ist immer ein Kampf. Ich kann mich noch früher an meine Inspektionszeiten erinnern. Der hat aber noch eine händische Pumpe. Also im Notfall, wenn er nicht, gar nicht mag, dann können wir nochmal entlüften. Jetzt müssen wir erstmal den Daniel auch wegschubsen. Das zeige ich euch jetzt auch. So sieht das bis jetzt schon von der Seite aus. Und vielleicht könnt ihr ja schon erahnen, wie es aussieht. Wir müssen jetzt gleich die Tür hier einmal aufmachen. Wir lassen jetzt eben erst den Daniel das kleben, würde ich sagen. Ne? Ja. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir Öldruck haben. Der Motor ist übrigens offen, das ist sehr, sehr, sehr laut. Ich mache mal ein bisschen Licht an. Es kann sein, dass der jetzt anspringt, direkt wieder ausgeht, weil der Kraftstofffilter nicht genug Diesel hat. Ja. Da bin ich mal gespannt. Oh ja, Junge, da bin ich auch gleichzeitig Hausmeister hier mit dem Schlüssel, ne? Ja, es sind viele Fächer und Räume, wie du da zu verwalten hast, auf jeden Fall. So. Da ist der Glühfaden. Orgel, mal gucken, was die Öldruckanzeige macht. Das ist ja wirklich das Wichtigste. Nicht zu früh gefreut, das ist, weil wir keinen Diesel haben. Aber die Öldruckanzeige, ein Segen, Alter. Wir haben schon gedacht, alles ist im Arsch, nichts geht. Dann war es wirklich das Anzeigerinstrument. Unten der Sensor. Der Sensor. Okay. Ja, weil wir sollen uns nicht zu früh freuen, weil jetzt zum Beispiel müssen wir orgeln, bis der anspringt, weil jetzt muss der Dieselfilter erstmal wieder Diesel kriegen.
Ach guck, wir haben beim Orgeln schon 3 Bar. Hast du nicht gesagt, du hast eine Handpumpe? Ja, da unten gibt es eine kleine Handpumpe. Ich schau mal, wenn ich mich richtig erinnere, war das links drehen, damit es einmal entriegelt wird und dann... Jetzt können wir Leute, bin ich mal gespannt, wieder Schwank aus der Jugend. Golf 2 zum Beispiel, Diesel, Kraftstofffilter weg. Soll dein Passat, Patrick? Ja. Teilweise haben wir die Batterie leer georgelt, dass wir ihn anziehen mussten. Ich habe dann nachher immer, musste als Stifter mal zur Tankstelle fahren, 5 Liter Diesel holen, die hatten wir immer in der Ecke stehen und den Filter vorfüllen, dass du ihn, dass das System nicht ganz so lange orgelt. Es kann sein, dass wir so lange orgeln, bis die Batterie leer ist. Da hinten an der Dieselpumpe sieht man wahrscheinlich nicht. Da hinten sehe ich, da unten. Dieser schwarze. Der schwarze Pinörek, da, ja. Da hast du drauf rumgepumpt, dass wir die vorpumpen. Jetzt muss man die wieder einrasten und neu starten, ne? Jetzt haben wir ein Problem, dass die Batterie schwach wird. Kraftstofffilter wechseln, habe ich gehasst wie die Pest. Naja, hilft dir also. Probierst du mal, wenn nicht, brauchen wir jetzt gleich schon mal Batteriestrom. Weil das hört, der Motor wird schwächer. Ja, das war's. Patrick, ich sehe schon die ganzen Kommentare. Wir hätten das so ja, machen müssen. Ich ja. Busmechaniker wissen bestimmt, wie es geht, oder LKW-Schrauber. Wir hätten es auf jeden Fall vorfüllen müssen. Das ist uns jetzt auch bewusst. Wir probieren es erstmal so, bis wir die beiden Akku-Packs auch leer georgelt haben. Boah, jetzt müsst ihr hier wieder richtig orgeln, hier, der Kollege. Ein paar Versuche später. Jetzt sind wir wieder alle da, aber sehr, sehr laut. Aber Öldruck, wie ihr seht, 4 Bar. Wir machen jetzt mal die Teile ab. Jetzt kann ich mir das natürlich einbilden, aber ich meine, der Motor ist leiser. Ja. Vielleicht war auch wirklich das Öl scheiße. Wenn man Gas gibt, wird es laut. Dann haben wir vollen Öldruck. Schon mal geil. Jetzt müsst ihr den ganzen mal warm laufen lassen, aber ihr hört, das ist sau laut und wir wollen die Halle hier nicht zustecken können. So, nach jetzt ein bisschen warm laufen lassen, jetzt ich muss ein bisschen leiser machen, guck mal, unser Öldruck, das ist geil. Wenn ich jetzt Gas gebe, jetzt kann ich den Leerlauf hier noch runterdrehen an dem Rädchen, dass er fast ausgeht. Und guck mal, wir haben immer noch über 1 Bar bei nicht mal 600 Umdrehungen, wo er fast abfährt. Also ich sag mal so, die Drehzahl will ich schon beibehalten. So 750 Umdrehungen circa, haben wir 2 Bar. Naja, der Motor ist jetzt noch nicht warm, aber er hat schon gute Temperatur. Geil, aber der Fehler ist auf jeden Fall, ja, ein bisschen höher müssen wir den drehen. Ich weiß gar nicht, was die Serie drehen, aber so ist, glaube ich, okay. Dann haben wir lockere 2 Bar und das hatten wir ja schon bei der Betriebstemperatur, hatten wir ja schon Probleme. Ja. Und wenn wir jetzt Gas geben, der Fehler ist gefunden. Ja. Und mein Trommelfell kaputt. Was wir uns jetzt noch schlau machen, ob dieser Motor einen einstellbaren Ventiltrieb hat. Sollte er einen einstellbaren Ventiltrieb haben, werden wir den Ventildeckel hier einmal runternehmen und werden die Ventile noch einstellen, das kontrollieren. Und dann sage ich euch, sind wir auf jeden Fall schon mal auf der technischen Seite des Motors. Glück. Ja. Kein Motorschaden. Es hätte, wenn wir jetzt immer noch das Problem gehabt hätten, nahe des Motorschaden sein können. Lagerschaden. Ne? Also Lagerschaden, Lager, einfach verschlissen. Aber eure Kommentare haben auch Mut gemacht und ich habe das oft gelesen. 900.000 ist gerade mal eingefahren. Macht euch keine Gedanken. Hat aber der Verkäufer auch selber gesagt. Aber du hattest Bauchschmerzen bei dem Öldruck, ne? Ja, auf jeden Fall. Also bei der Überfahrt, wie gesagt, ich bin nicht über 90 gefahren, weil das war, je höher du die Maschine jagst, und wenn der Öldruck wirklich so niedrig ist, umso beschissener wird. Da hatte Patrick nämlich recht. Und ich habe den einmal gefahren und direkt volle Olle gemacht. Aber ihr seht, das war das Problem. Wo es jetzt hundertprozentig dran gelegen hat, ich will sagen, doch,
99% der Ölrückschalter, 1% das Öl. Ja. Weil das Öl, wenn es kalt ist, die Viskosität trotzdem höher gewesen wäre. Und ihr habt gesehen, hier nochmal die Einblendung, wo wir den morgens kalt gestartet haben. Ja. Boah, perfekt. Öldruck haben wir jetzt 2 Bar im Leerlauf. Der ging nicht höher wie 2 Bar. Das ist ein Zeichen davon, dass der Widerstand in dem Manometer, also in dem Anzeige, nicht in dem Instrument, sondern in dem Sensor kaputt war. Aber man muss auch dazu sagen, der Sensor ist, wenn man es probieren möchte, billiger, als wenn man einmal das Motoröl tauscht. Kostet der Sensor nicht viel? Nö. Bis jetzt, Ersatzteile sind für das Auto gut zu beschaffen, ne? Muss man ja auch mal zu erzählen. Absolut. Also Ersatzteilversorgung besser, dreimal besser wie für unseren Schlepwagen. Ja. Für unseren Schlepwagen musst du alle Sonderanfertigung, Bestellung, hierfür rufst du beim ganz normalen Teillieferant an, hast am gleichen Tag sogar noch die Teile. Beim Autolieferanten, muss man auch dazu sagen. Also bis jetzt alles richtig gemacht. Mhm. Ich freue mich jetzt weiter aufs Projekt. Mittlerweile jetzt dürfte auch die Tür wieder gehen, weil jetzt haben wir nämlich einen Druck und jetzt dürfte, Vorsicht, sind so alles dazwischen weg. Ja. Und jetzt schiebt die sich nämlich nach oben. Das müssen wir gleich beim Folieren den Daniel auch sagen, dass wir die auf jeden Fall dann auf Betriebsdruck haben, dass wir die auf und zu machen können, dass der nicht einen Versatz drin hat. Ich liebe diese Tür. Du hast es im ersten Video gesagt, das ist das, was ich mir gewünscht habe. Das macht für mich ein Bus aus. Jetzt so eine Tür. Ja, ja, aber dann geht nur die Drucklufttür. Wenn nur die Drucklufttür geht so auf. Ja, das ist für mich Busfahren. Da eine Tür manuell aufbauen wie bei einem normalen T4, T5, T6, das ist kein Busfahren. Das ist Busfahren mit dem Knopf drücken. Aber weißt du, wie viele Busfahrer? Also ich kann mich erinnern in der Schulzeit, wie oft der Bus liegen geblieben ist, weil die scheiß Tür nicht mehr zugegangen ist. Weil da irgendwelche Endschalter drin sind, die dann im Bus irgendwie blockiert haben zum Wegfahren. Scheinbar waren die ja hier auch schon mal kaputt, weil du kannst dich da erinnern, die geht ja auch während der Fahrt auf die Tür. Also müssen wir da auch nochmal nachgucken. So, genug rumgeschwatzt. Ich bin auf jeden Fall, ihr merkt meine Laune, um 100% gestiegen. Mhm. Patrick seine bestimmt auch. Ja. Wir schauen uns nach Ventiltrieb, ob der einstellbar ist. Wenn nicht, machen wir den Motor jetzt schön sauber und dann kommt schon wieder die Kapsel davor. Mhm. Obwohl, wo können wir hier eine kleine Ladebahnanzeige machen? Willst du wirklich eine Ladung? Ja, klar. Ja, sicher. Aber ey, wir haben doch so kleine Kugelinstrumente, die wir hier irgendwo drauf machen können. Das Teil kommt ja eh weg. Ich will auf jeden Fall eine Ladunganzeige. Okay. Das steht fest wie das Arm in der Kirche. Na, hier ist doof. Irgendwo, vielleicht hier, da. Aber wir gucken mal, ob wir eine geeignete Stelle finden. Also, das lassen wir dann offen, müsste mich noch einen Schlauch verlegen. So, nachdem das Ding, also der Motor wieder läuft und mein Fehler, dass ich den Dieselfilter nicht befüllt habe, keine gravierenden oder nicht so große Auswirkungen gehabt hat, gehen wir jetzt das Ventilspiel an. Also, wir sehen hier, das sind da eins, da hinten zwei, drei Schrauben und dann sollte der ganze Ventildeckel eigentlich auch schon abgehen. Ja, die Kuppelgehäuseentlüftung muss man natürlich auch abziehen, aber sonst müsste das eigentlich schon aufgehen. Und dann heißt es Ventile einstellen. Wirklich richtige Werte habe ich so nicht gefunden. Die Werte, die ich gefunden habe, waren Einlass 04, Auslass 06 bei kaltem Motor. Welche jetzt wirklich korrekt richtig sind, ich schaue mal, was jetzt eingestellt ist. Dann berate ich mich nochmal mit dem Internet und dann wird man sicher einen Wert finden, der passend ist. So, Ventildeckel ist endlich herunter, hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. War mit ein paar Schwierigkeiten verbunden. Da oben war so eine Verrohrung drauf, die ich erst runternehmen musste. Man sieht jetzt da, zweite Zylinder ist schon sehr frei. Also der ist frei, definitiv. Der hat auch einen schönen Weg. Einlassseite kriegt kalt 04 und die Auslassseite kriegt kalt 06. Also das sind die zwei Füllerplatten hier. Der Marco holt in der Zwischenzeit jetzt einen Schlüssel für die Kurbelwelle, damit wir die weiter drehen können. Was Einlass, was Auslass ist, erkennt man daran. Da hat man den Auspuff Krümmer, Einlass, also Auslass, Einlass, Einlass, Auslass, Auslass, Einlass, Einlass, Auslass. Patrick. Zylinderkopf aufgebaut. Ja? Ich glaube, das ist eine 36er Nuss. Oder 36er Schlüssel oder 40. Haben wir sowas? Ich wüsste nicht, wo wir einen 36er Ringmaul haben oder einen geköpften Ring. So groß. Wenn nicht, machen wir Trick Marco, Trick 17. Ganz kurz die Zündung einmal tack. Nicht, dass er anschaut. Weißt du, nur einmal so tack, dass er anders ist. Das geht auch. Also in Marco-Manier wird jetzt das Ventilspiel eingestellt. Aber den Zweierzylinder, den kontrolliere ich gleich. So, wo haben wir es? Das heißt, das ist Auslassventil. Das gleitet gerade so durch, hat ein bisschen Kontakt, genauso wie ich es auch
immer einstelle bei meinem Passatmotor. Man spürt richtig, dass das an beiden Flächen noch reibt, aber das war's. So. Einlass, genau das gleiche. Was gefunden? Ich liege wo unterm Bus. Übrigens 46. 46, na schön. Bewegt sich da oben was? Ja. Stopp. So, bei der Aufnahme, bei der Zeitreifaufnahme ist jetzt der Akku leer geworden. Deswegen seht ihr jetzt nur noch das Endergebnis. Alles ist wieder zusammen, alle Schläuche sind wieder dort, wo sie sind. Die Schlauchscheiben habe ich jetzt ein bisschen besser positioniert, so dass man sie auch fürs nächste Mal wieder schön aufkriegt. Und die anderen Schrauben habe ich teilweise ersetzt. Zum Beispiel habe ich da jetzt eine Imbusschraube reingemacht statt einem 6-Grand. Deswegen kann man die dann sicher besser aufmachen. So ein bisschen Verbesserungsarbeiten. Das nächste Lustige, was ich gefunden habe, war eine Lampe. Die ist unten auf der Getriebeabdeckung gelegen. Die dürfte anscheinend irgendjemand einmal verloren haben im Fahrzeug, dass die schon eine ganze Weile da drin ist. Ja. Sieht man am Zustand. Ja, vielleicht geht es sogar noch. Mal schauen, aufladen und ausprobieren, ob die vielleicht noch was hergibt. Das war es jetzt einmal motorseitig. Ich baue jetzt noch alles zusammen und ja. Hast du was gefunden, sehe ich? Ja. Oh, die geht ja noch, oder? Nee, schauen wir mal, ob die noch geht. Müssen wir sicher aber erst aufladen. Sie ist sicher leer. Das heißt, wurde auf jeden Fall mal dran gearbeitet, schon mit LED-Technik. Ja, aber die liegt schon eine Weile da unten, die ist schon ordentlich dreckig. Ja. Wenn alles wieder zusammen ist und der Bus sich wieder bewegt, seht ihr sicher wieder mehr. Ich zeige euch, was ich jetzt gerade in Angriff genommen habe. Der Marco hat sich ja was gewünscht, nämlich eine Ladedruckanzeige. Jetzt gibt es da bei Mercedes da unten drin eine für die Luftfilter zur Kontrolle, wenn der Luftfilter verschmutzt wird, eine Anzeige. Kann ich euch danach gleich noch sagen, wie die oder zeigen, wie die funktioniert. Da oben ist normalerweise die Drehzahlmasse, der liegt jetzt da. Die ganze Armatur kann man ausbauen und kippen. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass ein schönes VDO-Instrument da drin Platz finden kann und das wird dann auch da festgemacht. Die Blende passt perfekt. Man muss es echt sagen, wie wenn sie dafür gemacht wäre. Man sieht auch im Loch, man hat es wirklich schön zentral mittig drin sitzen. Natürlich ist es jetzt alles nur ein bisschen so auf Halbmast und provisorisch, aber es funktioniert und es wird auch funktionieren. Dahinter sitzt ein Unterdruckschlauch, der dann vor den Turbolader zum Richtung Luftfilter geht. Das zeige ich euch dann auch noch gleich. Den werden wir auch gleich missbrauchen für die Ladedruckanzeige. Und zwar werden wir den dann umlegen und den Anschluss dann verschließen. Aber ich zeige jetzt einmal die nächste Herausforderung, die wir noch haben. Und zwar einen Abgang für den Ladedruck zu finden. So. Vorweg gesagt, das ist der Unterdruckschlauch, der für die Anzeige, für den Reinheitsgrad des Luftfilters da ist. Den werden wir benutzen für die Unterdruckanzeige. Natürlich werde ich den Schlauch da, der ist schon relativ rissig, vielleicht sieht man es, den werde ich neu machen. Also das Gummistück, der Kunststoff dahinter kann er nicht wirklich kaputt werden. Jetzt brauchen wir einen Abgang. Diese schwarze Leitung mit der Schraube da unten, die ist direkt in die Ansaugbrücke geschraubt. Die werden wir jetzt nehmen für diese Leitung. Da kann man die Schraube, halb kann man die Schraube erkennen. Die versuche ich da jetzt rauszubekommen. Dazu nehme ich diesen Faltenbalken mal raus, damit ich da mit den Händen ein bisschen mehr Platz habe. Und dann schaue ich, dass ich den da irgendwie rausbekomme. Aber das sollte irgendwie machbar sein. Dann schaue ich dann noch, wo dieser schwarze Schlauch hingeht. Aber da kann kein Ventil mehr sein. Das muss direkt, wie wir tippen mal, das ist eine Dieselanreicherung für die Einspritzpumpe. Die werden wir da jetzt einfach anzapfen ein bisschen. Ich zeige euch noch, wie diese Anzeige funktioniert. Die schaut so aus, die Anzeige. Die ist eigentlich schwarz. Und wenn man jetzt mit so einem Schläuchchen, wie man es hier hat. Also wenn der Unterdruck jetzt zu groß wäre oder der Unterdruck zu groß werden würde zwischen Luftfilter und Turbolader, dann würde sich diese Anzeige in den roten Bereich bewegen oder immer mehr in den roten Bereich bewegen. Und wenn der halt voll ist, dann sollte man auf dringend den Luftfilter wechseln oder mal ausschlagen, ausblasen. Steht sogar im Manual drin. Ich kümmere mich jetzt mal um den Schlauch und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Ihr seht, ich habe den Schlauch schon mal abmontiert gehabt. Leider umsonst. Man kommt da hinten wirklich mit gar nichts hin. Man müsste da wirklich anfangen, da die Sachen zu zerlegen, habe ich mir gedacht, nein, wo geht der Schlauch hin? Der geht eindeutig da oben drüber. Das ist dieser
schwarze Schlauch, der jetzt gleich neben dem roten liegt, der geht dann da runter und geht dann da unten auf die Dieselpumpe. Das wird wahrscheinlich so wie bei meinem Passat sein, so eine Dieselanreicherung, wenn der Turbolader dann kommt, dass da ein bisschen mehr Diesel reinkommt. Da keine Sorge, da gebe ich noch eine Schelle drauf. Also oben auf den oberen Schlauch. Der andere Schlauch, der rote, den habe ich gestern dann noch eingebaut. Der verbindet sich dann da hinten mit dem anderen Schlauch, der dann ins Kombi-Instrument geht und dann auf unsere Ladedruckanzeige. Soweit so gut. Ich mache das jetzt noch alles fertig. Dann baue ich da hinten das Cockpit noch mal ein bisschen weiter auseinander, damit ich das alte Navigationsgerät, das schon da oben liegt und wo der Steuerungsteil da drin liegt, im Handschuhfach, das baue ich dann auch noch aus und ziehe mir dann auch schon für etwaiges eine Stromversorgung nochmal darüber, also da hoch eventuell oder daher, damit wir dann ganz leicht und einfach noch Geräte anschließen können, was auch immer, die Rückfahrkamera zum Beispiel oder DVD-Player, keine Ahnung, irgendwas, was der Marco vielleicht noch braucht, aber da werde ich auf jeden Fall Leitungen legen, damit man da Anschlussmöglichkeiten hat. Ja, soweit so gut. Die Kommandozentrale ist mehr oder minder komplett zerlegt. Die Ladeluftanzeige ist mittlerweile drin und auch nachgerüstet. Da warte ich jetzt noch auf eine 24 Volt LED vom Konrad, damit wir da auch eine schöne grüne Hintergrundbeleuchtung haben wollen. Und zum Thema Hintergrundbeleuchtung gibt es natürlich noch ein weiteres Thema. Man sieht, hier brennt nur noch eine Birne. Ich weiß, die anderen zwei fehlen schon, aber die habe ich schon ausgebaut. Die sind kaputt. Da vorne sieht man gar nichts mehr. Das heißt, da hinten die Birnen. Ah, ich sehe schon, da ist sogar schon ein Halter gebrochen. Und die anderen zwei leuchten auch nicht mehr. Ich probiere mich da jetzt so durch. Ich denke mal, dass da links auch etwas mehr leuchten sollte. Während der Fahrt ist mir schon aufgefallen, dass da rechts die Birne gar nicht mehr geht. Da heißt es jetzt einfach einmal Birnchen durchtauschen, bis alles wieder leuchtet. Wenn ich fertig bin, zeige ich euch dann wieder das Ergebnis, wenn auch wieder alles zusammengebaut ist. Wie man sieht, das Navi, das alte, ist schon weg. Da muss ich dann noch mit Klebstoffentferner oder irgendwie sowas ran. Das Navi ist auch draußen, das ist nämlich im Handschuhfach verbaut. Das Handschuhfach wurde auch ausgebaut, weil es leider nicht anders ging, als dass man es ordentlich rausschrauben kann dann. Aber es passt. Da hinten drin sieht man da vielleicht, ist er so 12 Volt DC-Wandler. Daneben hat man noch ein Relais installiert, das über Zündungsplus geschaltet wird. Das heißt, ich habe jetzt drei Kabel hier, Plus, Minus, Zündplus geschaltet. Plus, Minus ist rot-schwarz, Zündplus ist blau. Ich werde mir da jetzt da eine Abnahmestelle einrichten, also einen kleinen Sockel mit Relais eventuell und auf der anderen Seite auch. Also je nachdem, wo man das Zeug dann hinbauen will, was man einbauen möchte, hat man dann entweder die Wahl, es dort abzunehmen oder da, solange es nicht den DC-Wandler überlastet, weil das ist nur ein kleines Teil, also ist jetzt nicht irgendwie so leistungsstark, dass man da jetzt was draufhängen könnte, wie Lautsprecher, Subwoofer oder sonstiges, sondern einfach nur kleine Geräte wie Navi oder kleine Displays oder irgendwie sowas, aber jetzt nichts Größeres. Das war's jetzt mal, ich schau mal, dass ich die Lichter jetzt alle irgendwie wieder in Betrieb kriege und dann geht's weiter. So, willkommen zu Patricks Bastelstunde. Warum Bastelstunde? Ich zeig's euch. Das beschäftigt mich jetzt schon eine Stunde circa. Da war so ein Wärmethermostat eingebaut, also der Drehregler dazu. Der hat diesen Knopf hier. Den kennen wir wahrscheinlich alle aus dem 143, aus den verschiedenen Armaturenbrett-Videos, weil da sind ja immer wieder auch die Birnchen kaputt, genauso wie bei diesen hier. Ich habe jetzt mittlerweile schon über 10 Birnen getauscht, damit da überall wieder Licht ins Dunkel kommt. Und dieser Zug, werden wir auch gleich sehen, ich zeige euch dann die anderen Teile, der ist teilbar, wie bei Mercedes üblich. Da gibt es diesen Fanghaken, den man dann in diese Mechanik einsetzt und dann gibt es diesen Zug. So, und dieser Zug funktioniert, man sieht es wieder, herrlich. Der hat total geklemmt und deswegen hat sich auch beim Drehregler dieses Röhrchen da verabschiedet. Also eigentlich dieser Kunststoffhalter, der das Ganze festhält. Und damit hat dieses Röhrchen nicht mehr gehalten. Und jetzt bin ich in unsere 123er Ersatzteilkiste gegangen und ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich da welche zur Seite gelegt habe. So Züge, und man siehe da, das wäre unserer, und man siehe hier, passt wie die Faust aufs Auge. Das nächste ist dieser Seilzug, das ist der hier, der geht auf dieses Zusatzventil inklusive Schalter.
Da ist der dann drin, mit einer Schraube befestigt. Der lässt sich jetzt wirklich sehr, sehr schön ziehen und auch drücken. So soll es sein. WD-40 oder Rostlöser habe ich da jetzt mal reinlassen. Dann habe ich noch ein Schmiermittel dazugegeben, sodass diese Pampe da ein bisschen wirken kann. Mittlerweile geht es auch. Im schlimmsten Fall gibt es noch einen Trick vom Ralf. Da kann man da oben eine Bohrmaschine, also das Seil, vorsichtig in das Bohrfutter einspannen und dann ganz vorsichtig drehen. Sollte aber immer ein zweiter schauen, ob sich das wirklich mitdreht, weil sonst zerstört man die Seele innen und dann ist vorbei, dann muss man eine neue kaufen. Warum ich keine neue Seele keinen neuen Bauernzug einsetze, ist der Grund, ich habe keinen. Das ist der längste, der ist leider viel zu kurz, sonst hätte ich einen neuen genommen. Wäre natürlich wesentlich geschickter gewesen, weil die funktionieren super, die sind auch noch sehr gut in Schuss, aber ja. Ich habe mit dem, was mir zur Verfügung steht, und das passt auch. Und das funktioniert auch jetzt wieder. Gut, wenn es eingebaut ist, zeige ich euch, wie es dann im Endeffekt die wirklich reale Lösung ausgeschaut hat. Bastelstunde Teil 2. Man sieht es jetzt schön. Da drin sieht man es vielleicht, die Bewegung, genau. Es geht auch jetzt wirklich ganz, ganz leicht. Das mittlere Teil habe ich jetzt auch schon verschraubt, dass da jetzt ja nichts mehr passieren kann. Also man sieht's. Vorne ist aber noch nicht angeschlossen, das gebe ich zu. Da wird es sicher noch ein bisschen steifer dann werden, das Ganze. Aber im Prinzip passt es jetzt. So, jetzt kann man euch auch schon das Ergebnis herzeigen von der Bastelei. Also die ist ja schon immer gegangen, der funktioniert auch. Da haben wir auch eine Birne drin, die funktioniert, wenn man die Nebelschlussleuchte aktiviert. Auch alles klar. So, jetzt nur die normale Beleuchtung an. Da unten warte ich leider noch auf die Konrad-Leuchte, so eine kleine LED, 24 Volt. Da schauen wir mal, wann die kommt, aber man sieht, alle Instrumente sind ablesbar, Tonzähler, Tacho ist ablesbar, da hat man jetzt Licht auch. Das ist alles gut, funktioniert jetzt wieder alles und sogar der Schalter für die Temperatur für die Fahrgäste funktioniert wieder. Den Sicherungskasten habe ich mittlerweile auch schon festgeschraubt. Ein Kabel habe ich mir wie angekündigt durchgezogen, sogar eine Silikonleitung habe ich noch gefunden im Lager. Da unten an die Seitenwand schraube ich dann noch eine Box hin, so ungefähr. So. Dann haben wir da eine statt eine 12 Volt Versorgung mit eben Dauer Plus, dann Dauer Minus und einem geschalteten Plus. Und über die Leitung, über drei Adern, schalte ich mir das da dann drüber rüber. Drüben sieht man schon da rausschauen. Da kommt dann auch noch eine Box hin. Links neben die Tachoeinheit. Und dann hat man auf beiden Seiten 12 Volt, die man abgreifen kann. Das, wie gesagt, werde ich nicht mehr ausbauen, weil das ist, haben wir ja schon gesehen, das bricht oft. Das habe ich auch mit einem kleinen Kabelbinder zusammengehalten, damit es ein bisschen mehr aushält, als es üblicherweise aushält. Da wird der Bodenzug jetzt dann fixiert über diese Klammer und da oben über diese Schraube und über dieses Ding, die geht auch wunderbar leicht. Also das Ventil geht auch sehr, sehr leicht nach oben und nach unten. Also die Reparatur ist auf jeden Fall geglückt. Und so kann man definitiv wieder ordentlich einheizen hinten, ohne dass man sich halb die Finger bricht beim Drehen. Ja. Gut, so, ich melde mich nochmal. Folgendes. Ich habe was ganz Interessantes gefunden. Wir haben jetzt neue Vorderreifen auf den Wagen drauf gemacht. Wir wissen aber nicht, welchen Druck wir brauchen in den Reifen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schaue mir, es gibt hier wirklich noch die originale Betriebsanleitung für dieses Fahrzeug. Ich wollte euch nicht vorenthalten, was da alles drin ist in dieser Betriebsanleitung. Also wir reden hier nicht von einer Wartungsanleitung, sondern von einer Betriebsanleitung. Hier steht das Fahrzeug, seine Pflege und Wartung. Bordwerkzeug und Notgeräte, wie man da hinkommt. Motor, Anziehdrehmomente, also Ölablassschraube, Ölwanne, Ölfiltertopf, Ölfilterdeckel, Ölfiltertopf an, Ölfilterkopf, Öl- und Filterwechsel. Es wird erklärt, wie man einen Ölfilterwechsel vornimmt. Es wird erklärt, was man zu tun hat bei einem Luftfilterwechsel. Es wird erklärt, was man zu tun hat bei einem Ölbadluftfilter, also wenn man nicht nur einen Trockenluftfilter hat, sondern mit Ölabscheider. Keilrippenriemen, es steht genau drin, welche Größen du brauchst. Eine geile Bedienungsanleitung. Es wird alles erklärt, Vorderachse, Hinterachse, welches Öl gehört rein, wo ist der Öleinfüllstutzen, wo ist der Ablassschrauben. Es wird erklärt, wie die Reserveradanordnung, wie man die rauskriegt, wie die zu sichern sind. Das ist eine echte Bedienungsanleitung. Da wird einem nicht erklärt, dass man Benzin nicht saufen soll im Notfall. Finde ich einfach nur cool. Aber ich gebe es zu, bis jetzt habe ich noch keine
keine, also wie viel Bar man in die Vorderreifen, in die Hinterreifen reingehen muss, das habe ich noch nicht gefunden. Aber das bin ich mir sicher, steht da auch irgendwo drin. Ach ja, eins habe ich noch gesehen, es sind sogar Schaltpläne drin. Das lobe ich mir, so hätte ich das ganz gerne. Da, und jetzt habe ich es auch gefunden, letzte Seite, Reifendruck, Reifenluftdruckkühltabelle, ist sogar markiert, was wir da nehmen müssen. 5,5 Bar. Handschuhfach ist auch wieder drin, wie man sieht. Jetzt kommt noch die Seite, da hängt noch ein Kabel raus. Die Leuchte vom Corner ist heute leider nicht gekommen, die werde ich wahrscheinlich erst morgen einbauen. Aber dann kriegt sie noch einmal ein volles Rundumbild der Instrumentenbeleuchtung. Seit Oktober ist ein bisschen Halloween-Stimmung. Nö. Ich bin wieder unter Mercedes, dann möchte mir die Schmiernippeln vornehmen. Da hinten steht eine automatische Makita-Presse. Die funktioniert eigentlich relativ gut, wenn man das Zeug mal drin hat. Das gebe ich ganz offen ehrlich zu, weil das war ein Kampf. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich meine mit Abschmieren. Ich kenne das noch von den Bundeswehr-LKWs von mir damals. Da hat man diese Schmiernippeln, diese hier oder da oben, auch relativ dreckverkrustet. Das heißt, man macht die erstmal schön sauber rundherum und dann presst man eine Ladung Fett rein, bis sie an den Austritt stellen. Ich hoffe, man kann es jetzt sehen, da oben wieder rauskommt, schön gleichmäßig. Ja, man könnte jetzt das alte, man sollte, dürfte das alte Fett davor entfernen, aber irgendwie ist das ja auch ein bisschen Konservierung. Also von dem her lasse ich das jetzt mal drauf. Also da habe ich einen Schmiernippel, da oben habe ich einen und ich werde dann noch suchen, ob ich noch andere Schmiernippeln finde unterm Auto und gehe die dann sukzessive wieder rein nach durch. Aber im Prinzip zeige ich euch das jetzt mal. Zack, drauf. Scheiße. Ups, scheiße, genau auf mich, jetzt ist alles fettig, geil. Das Fett landet überall dort, wo man sie nicht haben will, aber Endergebnis spricht für sich. Dann gehe ich jetzt alle Schmiernippeln, die ich unten finde, mal ab. Boah. So, das möchte ich euch nicht vorenthalten, bei diesen Schwerlastfahrzeugen hat man auch immer Schmiernippel bei den Kardangelenken. Die verstecken sich da drin und schmieren das Kreuz, das da drinnen läuft. Darf man echt nicht vergessen, sonst gibt es echt böse Überraschungen irgendwann mal. Oder der Kardan, weil im schlimmsten Fall verabschiedet sich. Auch die Schubgelenke, also die hier, die Schubstangen, sind mit Schmiernippeln versehen. Also man sieht, bei einem Antriebsstrang selber hat man auch noch einiges zu schmieren. Ich lasse mal den Zeitraffer laufen. Ich habe schon gesehen, das vordere Gelenk, da komme ich jetzt leider nicht dran. Da muss ich müsste ich die Gelenkwelle, also die Welle um 180 Grad drehen. Kann ich aber nicht, weil die Räder natürlich am Boden stehen. Das muss ich dann machen, wenn das nächste Mal rausfährt oder nach hinten bewegt wird. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das dann ausschaut, wenn das frisch abgeschmiert ist. Das sieht man dann, wie das da beim Kreuzgelenk an allen Ecken und Enden das Fett rauskommt. Das so soll es sein. Dann melde ich mich mal von da unten. Ups. Melde ich mich von da unten wieder ab und ja, das nächste Mal sehen wir uns dann wahrscheinlich oben wieder. Junge, 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 was haben wir dieses Busprojekt unterschätzt, sagt man, ne? Heute ist Freitag, es ist eine Arbeitswoche jetzt vergangen. Was haben wir geschafft? Gar nichts. Bus ist weiß. Quatsch beiseite, Soße weg. Wir haben natürlich die andere Seite zu 85% fertig, Daniel. Nein, 95. Ah, zum Heckspoiler oben. Ja, 95. Machen wir 95, komm, machen wir 95. So, jetzt gehen wir an die andere Seite dran. Dafür hat sich der Ralf hier eingeklinkt in die Situation und hat gesagt, ey Leute, wir können doch nicht überall über die Alu-Oxidation drüber fuckern und einfach Folie drüber kleben, sondern du hast dich dem jetzt schon gewidmet und hast das beilackiert, ne? Ja, das hier war ja Rost, das hier ist ja Alu. Oben, das war kein Alu hier? Ne, das ist kein Alu, das hat ja gerostet. Also das hier, nur die Klappen sind Alu anscheinend. Moment mal. Das dürfte auch Alu sein, was aber oxidiert. Ja, aber Rost ist Rost und ja, Oxidation ist weiß. Hä? Kein Alu? Ja, siehst du. Hast du mir nicht gesagt, die Magneten halten nicht? Guck mal, jetzt gerade fix und alle. Gehst du jetzt die andere Seite gucken? Können wir das rausschneiden aus dem Video? Also, hast du was gesagt? Du hast unten an den Klappen geguckt, vermute ich, ne? Ja, irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass das... Ja. Ja, da vorne ist Pappe. Das Ding besteht ja aus Pappe, Restmüll,
Alte Zeitung, keine Ahnung. Aber spielt ja keine Rolle. Ist ja, schneller wird es auch nicht dadurch. Ne? Nee. Du hast dir jetzt hier folientechnisch, ihr seid ja immer neugierig, alles soweit vorbereitet. Du hast dir das, hast du dir das auch schon vorgeschnitten, die Schrägen und sowas? Nee. Ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir das quasi nicht eine Plotdatei erstellen, sondern dass wir das auf dem Bus alles machen. Weil sich das ja alles immer so ein bisschen ändert, ne? Weil du meinst, du kannst das ruhig Klartext sagen, dass ich immer wieder neue Ideen habe und dann doch vielleicht anders und dann ganz anders. Ja. Und dann doch keine Farben und dann doch Farben. Ja, das ist, aber kann ich auch verstehen, weil manche Sachen klebst du dann. Und dann haben wir gesehen, dass es nicht so schön aussah, wie wir dachten, ne? Auf der Vorlage, die Mike da vorbereitet hat, das war ja auch keine Plotdatei, das war halt nur ein Bild, woran ich mich richten kann. Da sah es ja gut aus, ne? Oder sieht es gut aus. Aber dann in echt sieht das dann nochmal ein Stückchen. Aber das ist Wahnsinn, wie viel Aufwand dahinter steckt, das Design im Kopf und anschließend am Bus zu erstellen. Unfassbar. Wir kennen das ja von vielen Fahrzeugen, die wir so foliert haben bis jetzt, so diverse Designs. Da haben wir ja auch oft immer gesagt, dass die Designs ohne Schrift nicht cool aussehen. Ne? Also ich erinnere mich gerade zum Beispiel an Honda Civic. Der sah ohne die ganzen Nintendo-Geschichte echt katastrophisch aus mit den Farben. Und nachher, wo dann das Thema sichtbar wurde, da war es dann cool. Und beim Bus kann ich euch sagen, die andere Seite sieht echt schon gut aus. Und wie gesagt, der Ralf widmet sich den oben. Hast du den Rost jetzt weggemacht? Ne? Genau. Hast du es einmal beilackiert? Ist das eine fertige weiße Dose gewesen? So ein Standard, weiß, Baumarkt, irgendwas. Prima. Okay. Kann man mit leben. Und jetzt kümmerst du dich um die Alu-Tür. Nee, ich sehe gerade, du hast die... Genau, das beipolieren, weil du hast ja jetzt hier den Farbnebel und dann kannst du ja die Folie nicht draufkleben. Was sagst du zu dem Makita-Gerät? Das ist super. Das ist ein Traum. Das ist wirklich... Also das muss ich auch mal... Ihr wisst, ich bin da nicht so der Typ für, aber dieses Teil, sage ich euch, Polierer, Aufbereiter, das ist heftig, ne? Ja. Macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ist auch nicht so schwer. Und du hast keinen umständigen Schlauch dran andauernd, dass du der Schlauch dir im Weg ist. Also dieses Gerät kann ich wärmstens, aber allerwärmstens empfehlen. Aber wir arbeiten ja eh generell mit Makita-Werkzeugen hier. Und das ist so auch dein Highlight, ne? Ja, du kannst ja auch einfach durch die Gegend rennen, ne? Ja. Meins übrigens auch, weil der Kompressor eben nicht läuft. Stimmt, wenn Ralf poliert hat mit Druckluft, dann lief der Kompressor hinten, der steht in der Nähe bei Daniel und der ist sehr laut und das nervt, ne? Ja. So kein Kompressor. So mit Strom. Strom. Den Kühlergrill, da haben wir lange überlegt, was wir da machen. Ob wir den schwarz machen, ob wir den weiß lassen, ob wir da drüber folieren. Und ich finde, so finde ich es am geilsten. Also es sieht echt cooler aus. Es sieht so ein bisschen mehr nach PKW aus. Also nach Auto oder Bus aus. Weil früher war es so eine Kühlschrankfront irgendwie. Außer die große Scheibe, wo man reingucken konnte, wie viel Schnitzel da gerade drin sitzen. Oder Hähnchen in dem Falle. Boiler. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Was haben wir noch gemacht? Zwei neue Reifen auf der Vorderachse. Bremse habt ihr gesehen. Übrigens möchte ich erwähnen, nicht den billigsten Schmutz gekauft. Pirellis, danke nochmal an Mutlu. Mutlu hat mir die ganz bestellt und direkt hierher geschickt. Wir haben die aufgezogen, nur gefuchtet, mussten wir sie wegbringen. Wir werden das Ganze jetzt hier weiterfolieren. Technisch noch ein paar Kleinigkeiten. Rückfahrkamera werden wir noch einbauen. Aber ich kann euch sagen, zum Thema Bus, wenn euch das wirklich weiter interessiert, gerade der Innenausbau, da haben wir ja noch keinen Handschlag gemacht. Und wir würden es gerne selber versuchen. Ne? Wir haben viele Kommentare gelesen, wo gesagt hat, Mensch, hol dir doch Hilfe, professionell dazu. Wir wollen es hier in der Halle 77 versuchen. Das Auto also auch nicht abgeben, sondern das Ganze würden wir gerne hier versuchen. Gerne könnt ihr natürlich Kommentare dazu schreiben, uns Tipps geben, wie das funktioniert. Oder wenn jemand sagt, der kommt aus der Nähe und sagt, hey, ich habe da ein paar gute Ideen oder wir machen sowas beruflich, könnt ihr gerne hier vorbeikommen. Dann können wir das Projekt gerne mal gemeinsam besprechen. Wir möchten es versuchen, hier selber zu bauen. Ob wir es nachher schaffen, werdet ihr, wenn ihr Bock habt, in den nächsten Videos zum Thema Bus sehen. Ich würde sagen, ihr schaut euch jetzt noch ein paar geile Bilder an, wie der Bus jetzt fertig foliert aussieht. Dann haben wir ihn von außen, von unserer Seite fertig. Dann geht es an den Innenausbau. Und wie gesagt, wenn ihr auf den Innenausbau Bock habt, einfach hier unten in die Kommentare schreiben, weiter mit dem Bus-Serie. Dann seht ihr das im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Nächster Halt, Halle 77.